Schnell und praktisch, Nings Küchenquickie. Heute machen wir ein Gericht, das richtig gut passt für Herbst und Winter. Und zwar sonniger Kartoffelpuffer. Also Kartoffelpuffer in Sonnenform. Und dazu brauchen wir folgende Zutaten. 2 bis 3 Kartoffeln, je nach Größe, eine Möhre, 5 Eier, 2 bis 3 Esslöffel Mehl, 1 bis 2 Lauchzwiebeln, Salz und Pfeffer, Öl. Optional 1 Teelöffel Sojasauce. Zuerst Kartoffeln schälen und in dünne Streifen reiben. Möhre ebenfalls. Lauchzwiebeln klein schneiden. Jetzt mischen wir Kartoffeln und Möhre, Lauchzwiebeln, Mehl und ein Ei zusammen. Jetzt geben wir dazu Sojasauce, Salz und Pfeffer nach Belieben. Öl in die Pfanne. Und jetzt geben wir die Masse in die Pfanne. Und zwar so wie ein Vogelnest. Jetzt geben wir ein Ei in die Mitte. Mit mittlerer Hitze braten wir alles 3 bis 4 Minuten, bis die Masse unten fest wird. Dann vorsichtig umdrehen. Und nochmal 2 bis 3 Minuten anbraten. Fertig! Sonniger Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer mit Ei. So, das war's für heute. Ich wünsche euch guten Appetit und seid kreativ. Wir kochen zusammen nächstes Mal. Tschüss. Das ist chinesisch? Ja, es gibt auch Reibekuchen in China, in Nordchina. Reibekuchen überall? Ja.